Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum JFD Trading TV. Bei der heutigen Ausgabe möchte ich mich mit Ihnen, ja, aus gegebenem Anlass genauer mit dem DAX auseinandersetzen. Sie sehen hier den DAX im Stundenchart auf Sicht der vergangenen 2 Monate. Und für den Fall, dass wir jetzt gleich das nächste größere Verkaufssignal quasi live miterleben, möchte ich ganz kurz auf die Intraday-Situation eingehen, bevor wir uns dann dem etwas übergeordneteren Bild widmen. Wir haben folgende Konstellation: Der DAX hat ein Verlaufshoch bei 10.112 Punkten ausgebildet, ist anschließend zurückgekommen, hat nochmals versucht, das Hoch bei 10.112 Punkten aus dem Markt zu nehmen und fällt seit diesem Scheitern am 30.03. ja sehr steil nach unten ab, hat mittlerweile heute Morgen das dritte Abwärtsgap in Folge gerissen, was an sich schon sehr bärisch ist. In diesem Fall ist es auch quasi mit dem Gap auch noch unter das Zwischentief bei 9.675 Punkten gegangen und wir liegen jetzt gerade bei 9.588 Punkten. Das heißt, nur wenige Punkte oberhalb des 61,8% Retracements der gesamten Aufwärtsbewegung seit dem Februar-Tief. Im kurzfristigen Bild ist ja von einer Erholung aktuell noch nichts zu sehen. Ich habe mir gerade eben noch mal den 1-Minuten-Chart vom DAX angesehen. Wir befinden uns in einer Seitwärtsphase, knapp unter 9.620 Punkten und eben einem Zwischentief auf Höhe von 9.570. Erst wenn diese Seitwärtsbewegung verlassen wird, dürfte es wieder zu größeren Impulsen kommen. Allerdings, und das ist aktuell ja die Gefahr, kann man fast sagen, würde ein Ausbruch nach unten dafür sprechen, dass sich diese dynamische Abwärtsbewegung der vergangenen Tage mit ähnlicher Heftigkeit weiter fortsetzt. Denn die nächste relevante Unterstützung auf der Unterseite nach dem 61,8% Retracement, das also sich auf die gesamte Aufwärtsbewegung seit Mitte Februar bis 10.122 Punkte bezieht. Die nächste relevante Unterstützung ist das Ausverkaufstief vom Donnerstag des EZB-Entscheids, dem 10.03. bei 9.498 Punkten. An diesem Tag ging es dann auch nachbörslich nochmal ein gutes Stück weiter zurück, bis in den Bereich um 9.420 Punkte etwa. Das wäre dann die übergeordnet nächst tiefere Unterstützung, 9.400 bis 9.420 Punkte. Das heißt, aufgrund der aktuellen Situation ist davon auszugehen, dass viele Marktteilnehmer vielleicht jetzt damit rechnen, dass wir analog zum gestrigen Handelstag zuerst ein Gap reißen und dann das Gap schließen. Es steht allerdings zu befürchten, dass sich dieser Abwärtstrend direkt mit dem Bruch von 9.575 Punkten weiter nach unten fortsetzt und in diesem Fall eben dann direkt bis 9.500 und 9.400 bis 9.420 Punkten zurückführt. Ein weiterer Aspekt, den man dabei berücksichtigen kann, ist der Punkt der Measuring Moves, das heißt also der Kurszielberechnung auf Basis ja, sich gleichender Bewegungen und zwar gleichend im Sinne der Preisachse. Das heißt also, dass Bewegungen, die zueinander gehören, dazu tendieren, die gleiche Länge aufzuweisen. Und wenn man das für den DAX ernst nimmt und die erste Abwärtsbewegung bis eben gestern Nachmittag an das Hoch von gestern Abend vorgestern Nachmittag bis eben gestern Nachmittag abträgt, dann ergibt sich aus dieser Berechnung bereits ein Kursziel von 9.488 Punkten. Noch befindet sich der DAX aber eben, wie gesagt, in dieser Range. Der Abverkauf dürfte erst unterhalb von 9.570 Punkten etwa dann wieder an Dynamik gewinnen. Sollte es den Bullen gelingen, das kurzfristige Hoch der
zweiten Handelsstunde bei 9.620 Punkten zu überschreiten, dann könnte es zunächst zu einer kurzen Erholung bis 9.640 und 9.660 Punkten kommen. Größere Erholungsbewegungen sind aktuell erst zu erwarten, wenn der DAX über 9.680 Punkte ansteigt. Dann besteht die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir analog zu dieser Erholung eben auch wieder in die Hälfte des Gaps, möglicherweise bis 9.750 Punkten ansteigen. Und dort gilt es dann abzuwarten, was der Markt macht. Aber die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage ist auch in diesem Fall weiterhin intakt. Und eine wirkliche Entwarnung kann erst oberhalb von 9.900 Punkten gegeben werden. Ja, mit diesem Fazit möchte ich mich von Ihnen fürs Erste verabschieden. Ich wünsche Ihnen wie immer einen erfolgreichen Handelstag.